lese vor aus Sin City, Stadt ohne Gnade. Die Nacht ist teuflisch heiß, alles klebt. Ein lausiges Zimmer in einem lausigen Teil einer lausigen Stadt. Die Klimaanlage ist ein scheppernder Schrotthaufen, der einen Drink nicht mal kühl hält, wenn man ihn direkt davor stellt. Ich starre eine Göttin an. Sie sagt, sie will mich. Es klingt, als wäre es ihr Ernst damit. Ich verschwende keinen Gedanken an die Frage, womit ich ein solches Glück verdiene. Sie duftet, wie ein Engel duften sollte. Und das wiederum ist ein Beispiel dafür, was ich an Sin City so liebe. Man hat hier nicht nur einfach knallharte Zeichnungen mit harten Konturen, mit charakteristischen Charakteren, wie schon direkt die ersten Seiten eindrucksvoll darstellen. Nein, Frank Miller hat es auch noch direkt geschafft, eine Wortgewalt hier hinzubringen, wie ich sie selten in meinem Comic erlebt habe. Ich habe ja vor einiger Zeit schon Sin City, eine Braut, für die man mordet, vorgestellt. Und das war so ein Comic, was mich baff gemacht hat. Weil ich habe es auf der einen Seite schon im Film gesehen, mehr als einmal. Auf der anderen Seite war mir klar, dass der Film nah am Original dran ist. Und ich wusste für mich persönlich nicht, ob dieses Comic wirklich einen Mehrwert hat. Bis ich es dann gelesen habe und gemerkt habe, dass Frank Miller ein doppeltes Meisterwerk mit Sin City in meinen Augen abgelegt hat. Nicht nur, dass seine Zeichnungen wirklich von der ersten bis zur letzten Seite der Perfektion gleichen in meinen Augen. Das ist echt richtig krass. Das ist, sind nicht nur die Gesichter, die ganzen Staturen der Figuren und. Es ist tatsächlich auch die Aussagekräftigkeit der verschiedenen Panelwinkel, aus denen diese Szene aufgenommen oder gezeichnet wurde. Das habe ich selten in meinen Comics so toll erlebt wie bei Sin City. Und obendrauf kommt einfach diese gewaltigen Texte, die er schreibt, mit denen er quasi neben dem Bild nochmal ein weiteres Bild zeichnet, also im Kopf drin. Selten so erlebt und die Zeichnungen, wie gesagt, die suchen tatsächlich ihresgleichen. Also der spielt so viel mit diesen Schwarz-Weiß-Elementen, noch mehr als es die Kinofilme tatsächlich getan haben. Und mir war zwar bewusst, auch schon durch den zweiten Band, wie toll das aussehen kann, aber trotz dessen hat der erste Band mich jetzt nochmal komplett von den Socken gehauen. Man muss dazu sagen, dass Marv, der hier drin die Hauptrolle spielt, eh eine meiner Lieblingsfiguren aus diesem ganzen Sin City-Universum und aus dieser ganzen Stadt sind. Die Story davon ist relativ schnell zusammengerissen. Der ganze Band fängt damit an, mit dem, was ich gerade vorgelesen habe. Und zwar ist Marv da mit Goldie am Vögeln, kann man so sagen. Das ist nämlich sie hier. Eine Frau, die für so einen hässlichen Typen viel zu schön ist und viel zu gut, um wahr zu sein. Er erwähnt auch innerhalb dieser Geschichte ein paar Mal, dass er mit seinem Aussehen sich hätte noch nicht mal eine Frau kaufen können. Dass Goldie ihm aber das gegeben hat, was er gebraucht hat. Und selbst wenn er sich währenddessen mit ihr geschlafen hat, bewusst war, dass das alles nur irgendein Vorwand ist und eine Lüge ist, wollte das für diesen Moment wahrhaben. Und diese Vielschichtigkeit der Figur Marv fand ich so interessant, schon beim Kinofilm, dass ich das Comic hier, das sind 205 Seiten, um genau zu sein, am ein Stück weggelesen habe und einfach nur begeistert war. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen was anderes erwartet gehabt von dem Comic, weil ich habe den ersten Film schon ein paar Mal erwähnt, mehr als einmal gesehen und dachte eigentlich, dass alle Storys, die sie in den ersten Film reingebracht haben, hier drin wären, aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Es gibt tatsächlich nur Marv und wie gesagt, ich wollte eben die Handlung ein bisschen zusammenfassen. Es fängt halt alles damit an, dass er mit dieser Goldie schläft. Die schönste Nacht seines Lebens und als er am nächsten Morgen wach wird, merkt er sofort, dass Goldie tot ist und fragt sich, was es damit auf sich haben kann, weil er danach keinen Killer gehört hat. Er sich aber sicher ist, dass da kein Pulsschlag mehr am Start ist und ich muss mal so ein paar Panels zuhalten und er halt eine Leiche neben sich liegen hat. Er weiß zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass sie eine Prostituierte ist. Das erfährt aber ein paar Seiten weiter. Das ist also in der Fälle kein großer Spoiler. Und ab dann fängt eine Detektivgeschichte an in einer Stadt, in der jeder Mann Zuhälter, Kleinganove oder sonst irgendwie Dreck an Stecken hat und jede Frau eigentlich eine Prostituierte ist, wo es in dieser Stadt auch tatsächlich einzelne Abteilungen gibt, wo nur Prostituierte leben, wo die Polizisten sich noch nicht mal hintrauen. Und das Ganze mit so krass verrückten Charakteren, sei es die Anwältin von Marv, die ihn die ganze Zeit mit irgendwelchen Medikamenten zuballert, wenn er nicht komplett durchdreht. Marv, der sich zwischendurch noch nicht mal sicher ist, ob es Goldie wirklich gegeben hat, ob er überhaupt verrückt ist. Und Killern und all solchen Leuten, wie man sie nur aus so total kranken Filmen kennt. Zum Beispiel einer seiner Hauptgegner später wird ein Typ, der sich von Prostituierten ernährt und mit der wiederum mit dem Staat und der Politik in Verbindung steht und. Ich möchte jetzt nicht so viel wegspoilern, ich meine, so viel gibt es bei Sin City auch nicht mehr zu spoilern, weil ich sag mal, den Film wird so gut wie jeder gesehen haben. Der kommt so zweimal im Jahr im Fernsehen. Ich glaube, auf Netflix und auf Amazon kann man jeweils auch gucken und ist halt so ein Film, da alle zwei Wochen gezeigt wird, gefühlt. Das allerdings auch zu Recht. Und das Comic
bringt dieser ganzen Sin City Sache definitiv noch einen Mehrwert. Und ich persönlich fand das Comic sogar, obwohl ich den Film total abfeiere, mal wieder ein ganz Stückchen besser als den Film. Vorweg kriegt man noch ein richtig schönes Vorwort. Ich muss auch gerade nochmal gucken, wie der Mann heißt, der das geschrieben hat. Und zwar von Andreas Knigge. Das hat aber, glaube ich, nichts mit den Knigge-Regeln zu tun. Und zwar ist das wiederum der Herausgeber von Carlsen gewesen in den frühen 90ern, Ende 80er. Und hier drin ist eine schöne Geschichte, erzählt also echt über einige Seiten, wie es erstmal dazu kam, dass Frank Miller Sin City geschrieben und gezeichnet hat, wo davon halt erzählt wird, dass wo er nach New York gekommen ist und seine ersten Gehversuche hatte, er bei den ganzen Verlagen vorgesprochen hat und dort Zeichnungen auf den Tisch gelegt hat von Männern in Trenchcoats. Also so detektivmäßig, wie es dann zum Schluss bei Sin City der Fall gewesen war. Bloß waren in den 80ern der Comic-Markt halt so bestückt, dass es dort Superhelden-Comics gab und Superhelden-Comics. Die einen halt von DC, die anderen von Marvel und sich da sowas wie solche Städte wie Sin City nicht durchsetzen konnten. Dann hat Frank Miller gezwungenerweise erstmal ein paar andere Titel geschrieben, die wo er von Neil Gaiman vermittelt wurde, bis er dann halt Daredevil gemacht hat, dort einiges abgerissen hat, Batman The Dark Knight abgerissen hat und und. Als er dann gerade die ganzen Titel veröffentlicht hatte und Ronin seinen ersten wirklichen Independent-Titel bei Dark Horse rausgebracht hatte, hat er schon angefangen Sin City zu schreiben. Und als dann der Verleger von Carlsen Comics in den USA war und Sin City und Frank Miller zufällig vor einer Party auf dem Balkon getroffen hat und ihm gesagt hat, hey, ich bin gerade Dark Knight raus, sind die beiden ins Gespräch gekommen und Frank Miller war dann auch direkt bereitwillig, ihm sein neues Projekt Sin City zu zeigen, was damals in den USA in der ersten Veröffentlichung bei Dark Horse Presents als Nebenheft erschienen ist oder beziehungsweise immer so episodenmäßig erschienen ist. Hinten drin im Nachwort steht auch nochmal geschrieben, dass Frank Miller ursprünglich für Sin City beziehungsweise für die Geschichte mit Marv nur 48 Seiten angesiedelt hat, aber dass Marv ihn hat nicht diese 48 Seiten hat schreiben lassen, weil Marv die ganze Zeit verlangt hat, nee, mach das noch, mach das noch, mach das noch, mach das noch und so dadurch, dass Marv ihn gezwungen hat, sind aus Sin City insgesamt 205 Seiten geworden. Zum Glück eins der großartigsten Comics, die ich jemals gelesen habe. Ich finde auch den ersten Teil ein ganz Stückchen besser als den zweiten Teil, wobei der zweite Teil mir auch so gut gefallen hat und freue mich jetzt schon, mich die Tage demnächst auf den dritten Teil stürzen zu können, beziehungsweise mich auf Teil 3, 4, 5 und 6 stürzen zu können. Bin auch schon gespannt, wo die anderen Nebenstories aus Sin City, dem Film, noch verwurstet wurden. Ich gehe mal fast davon aus, dass jetzt bei Sin City Band 3, ich gucke die ganze Zeit so nach links, weil der links immer auf dem Tisch liegt. Auf jeden Fall glaube ich, dass da vielleicht recht die nächste Minigeschichte aus dem ersten Film ist. Ansonsten seien alle gesagt, kauft euch Sin City. Also das ist so eine Bilder- und Wortgewalt zusammengebündelt in einem Comic, habe ich echt selten erlebt und eins der besten Comics, die ich bis jetzt gelesen habe. Das war's meinerseits. Bitte ballert mir mal in die Kommentare rein, wie euch Sin City gefallen hat. Und wenn ihr es nicht gelesen habt, kauft es euch am besten und ballert es mir dann in die Kommentare rein. Ich sag mal, das Comic muss man auch alleine schon wegen diesem großartigen Cover von Frank Miller kaufen. Und an der Stelle zieht auch ein Hund vor Crosscut, dass Crosscut wirklich hingegangen ist und das Cover hier nicht irgendwie mit einem Schriftzug, mit einem Dark Horse Logo, mit einer Nummerierung und allen möglichen versaut hat. Man hat einfach das pure Cover genommen, hat Sin City auf die Rückseite und auf die Seite geschrieben, wo dann auch die Nummerierung drauf ist und der Autorenname steht. Und man hat das Cover komplett unberührt gelassen. Das wünsche ich mir teilweise auch bei anderen Verlegen, aber das ist wie immer Meckern auf hohem Niveau und ein sehr, sehr schöner, kleinformatiger Hardcover. Das war's. Wie gesagt, nutzt die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben, ein Abo da und seht's beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!